Aber heute haben wir eine ziemlich ruhige See. Das war mein Plan. Einmal wild, einmal ruhig. Also heute wird es chillig. Boot ist aufgebaut. Ich zeige euch nicht einmal, wie man das Boot aufbaut. Das ist ja irgendwann mal langweilig. So, Tasche verstaue ich hier hinten. So nass. Was wie auf dem See, ganz ruhig, keine Wellen. Ach, schon ein Stück. Also mal weiter wie Boje mache ich sowieso nicht. Aber wie schnell man vorankommt, wenn hier mal keine Wellen sind. Aber wie gesagt, die können ja auch jeden Moment immer kommen, deswegen weiter wie Boje auf keinen Fall. Ich sag mal, so weit wie man zurückschwimmen könnte, und jetzt ist schon eigentlich schon sehr, sehr, sehr zweifelhaft, ob ich da zurückschwimmen könnte. Aber jetzt sieht man auch Wellen von der Seite kommen. Ja, jetzt haben wir Seegang. Also hier schon ist mehr eine andere Nummer wieder hinten. Aber schön. Ja, da kommen schon Wellen. Also hier, wenn man sieht, was da kommt, das sind zwar Riesendinger, so, aber wenn man sieht, was das für Wassermassen sind, ist schon Wahnsinn, die sich hier bewegen. So, jetzt bin ich höher Boje. Jetzt sage ich wieder, oh, guck mal, wie schön. Gib mal ein bisschen Gas. Ah.
Ah, schön. Ja, man kommt auf jeden Fall wieder flott zurück, das wollte ich jetzt testen. Heute kann ich mich dann nochmal von vorne filmen. Hat man auch die Zeit dazu. Herrlich hier. Oh, ich ziehe mich wieder im Kopf. Überlegt mal, wo das Wasser war im letzten Video, wo ich die Wellen hatte. Da sind die Wellen über die Dinger hier gegangen. Wahnsinn. Morgen endet unser Urlaub hier. Ich habe diesmal nicht so viel gefilmt. Das liegt auch anbei, dass meine Hauptkamera sehr schwer ist. Da muss ich mir was einfallen lassen. Diesmal mache ich auch keinen Urlaubsvlog, sondern kommen zwei Wandervideos, zwei Packcraft-Videos und vielleicht mal eins ein bisschen Musik untermalt mit Sonnenuntergängen und so. Mal gucken. Puh. Aber die Gegend hier. Das ist der schönste Strand, den ich bis jetzt hatte, weil da so viel Natur dran ist. Muss ja immer, wenn man zum Strand will, über diese Hubbel hier rennen. aber es ist schon schön hier, also ehrlich. Ich bin einmal von da hinten von der Ecke bis ja, weiter, wie man hier gucken kann. Ach, weiter hinten um die Kurve, weiter, weil viel weiter rum bin ich gewandert. Das ist ein schönes Stück hier. Halt zu viele Menschen, da muss man sagen, wo es halt alles rumläuft. Aber jetzt hat man hier auf dem Wasser seine Ruhe.